Wir freuen uns, dass wir in unserem Donnerstags-Zoom-Event wieder eine ganze Menge Zuhörer, Zuschauer gefunden haben, die interessiert sind an der Archivwelt in der Reihe unserer Veranstaltungen, in der sich Archive vorstellen, sind wir diesmal in Hessen angelangt. Und ich freue mich, dass wir Katrin Marx-Jaskulski gefunden haben. Wir haben mit dem Archiv von Comgen aus schon das eine oder andere Projekt gestartet, haben da eine sehr aktive Kooperation. Und diesmal geht es um die Quellen und die Angebote des Hessischen Landesarchivs. Und wir sind alle gespannt, was es da gibt und was es an Neuigkeiten zu berichten gibt. Frau Marx-Jaskulski, bitteschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Reinhardt, für die einführenden Worte. Und ich freue mich sehr über die Einladung und die Möglichkeit, eben heute Abend einfach, ich sage jetzt mal so, dass ein breites Spektrum der Quellen im Hessischen Landesarchiv vorzustellen, die für genealogische Recherchen interessant sind. Das erhebt heute Abend auf keinen Fall einen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie was vermissen, da können wir gerne dann im Anschluss in der Diskussion drüber reden. Ich würde aber immer nach einzelnen Blöcken dann mal so eine Pause machen und wenn dann Fragen sind, können die natürlich gerne gestellt werden. Ja, ich würde einfach mal anfangen mit einer kleinen Vorstellung der hessischen Archivlandschaft. Also eben kam auch schon mal die Frage auf im Vorfeld, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Hessischen Landesarchiv und den hessischen Staatsarchiven? Es ist so, das Hessische Landesarchiv gibt es erst seit 2015. Seit diesem Zeitpunkt wurden die bis dahin eigenständigen drei hessischen Staatsarchive zusammengefasst unter diesem gemeinsamen Dach des Landesarchivs. Das ist einfach nochmal so eine Verwaltungsebene oben drüber, die sich um zentrale Angelegenheiten kümmert, sei es nun personeller Art oder eben auch die Digitalisierungsstrategie, die wir im Landesarchiv verfolgen und hatte einfach zum Ziel, dass bestimmte Aufgaben gebündelt werden konnten und sich dadurch dann für die einzelnen Häuser schon auch Synergieeffekte ergeben. Aber es ist schon so, dass was die Bestände angeht, die drei Häuser eben da weiterhin eigenständig sind. Und die drei Häuser sind eben das Hessische Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden, Hauptstaatsarchiv, weil es eben die Überlieferung der Ministerien und der zentralen Landesbehörden übernimmt, dem Staatsarchiv Darmstadt und dem Staatsarchiv Marburg. Und auf der Karte erkennt man, für welche Bereiche in Hessen die einzelnen Staatsarchive zuständig sind. Also so der nord- und westhessische Teil. Da muss man eben ins Staatsarchiv Marburg kommen, um sich da die Unterlagen anzusehen. Dann haben wir im Süden das Staatsarchiv Darmstadt, das aber auch viele Unterlagen ja, aus dem Bereich Gießen-Vogelsbergkreis verwahrt. Und das Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden neben der Überlieferung der Ministerien zuständig für die Landkreise, so im westhessischen Teil und wenn das so rübergeht in den Bereich Main-Kinzig-Kreis. Warum diese etwas ja, seltsam anmutende Aufteilung? Das hat natürlich seine Ursachen in der Geschichte des Landes. Wenn man sich die Karte von Hessen aus dem Jahr 1866 anschaut, vor der Bildung der preußischen Provinz Hessen-Nassau, also bevor Hessen preußisch wurde, dann erkennt man eigentlich ganz gut darin auch wieder diese Verteilung der einzelnen Staatsarchive wieder. Also hier die ehemalige Landgrafschaft bzw. das Kurfürstentum Hessen mit so dem nord- und osthessischen Teil. Ich habe eben Westhessen gesagt, das war natürlich falsch. Und darin aufgegangen eben auch einstig das Fürstentum Waldeck, dessen Überlieferung heute auch im Staatsarchiv Marburg zu finden ist. Und dann eben hier rot markiert das ehemalige Großherzogtum Hessen mit der Residenz in Darmstadt, das eben aber auch
Territorien im Bereich Gießen, Vogelsberg und sogar im hessischen Hinterland rund um Biedenkopf hatte. Und das ehemalige Herzogtum Nassau, dessen Überlieferung heute in Wiesbaden zu finden ist. Und das verdeutlicht so ein bisschen, dass, wie immer, wenn man sich mit Archiven auseinandersetzt, Archivgut nutzen will, sich schon auch immer so ein bisschen klar machen muss, zu welchen Territorien hat das Gebiet gehört, was ich gern erforschen will. Ja, also hier sieht man zum Beispiel, dass diese linksrheinischen Gebiete um Mainz, Bingen, Alzey, Worms bis runter nach Worms, die gehören natürlich heute zu Rheinland-Pfalz. Es kann einem aber passieren, dass man für die historischen Recherchen dann auch mal im Staatsarchiv in Darmstadt recherchieren muss. Aber es gibt natürlich auch Bestände, die heute ganz klar dem Bundesland zugeordnet sind und wo wir zum Beispiel auch, will ich noch kurz was zu den familiengeschichtlichen Vereinen in Hessen sagen. Die orientieren sich auch so ein bisschen an den drei Staatsarchiven. Wir haben zum einen die Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck mit Sitz in Kassel, was aber so das Gebiet des Staatsarchivs Darmstadt abdeckt. Dann haben wir die Hessische Familiengeschichtliche Vereinigung mit Sitz in Darmstadt, auch im Haus der Geschichte am Karolinenplatz in Darmstadt angesiedelt, genauso wie das Staatsarchiv, wo einfach auch eine sehr enge Zusammenarbeit besteht. Und die Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und Frankfurt mit Sitz auch in Wiesbaden beim Hauptstaatsarchiv. Und diese familienkundlichen Vereine, die geben natürlich mit der hessischen Familienkunde und den hessischen Ahnenlisten ja aufbereitete genealogische Sammlungen heraus, die die genealogischen Recherchen doch um vieles einfacher machen. Und bis vor einigen Jahren konnte man eben auch auf der Homepage der Hessischen Familiengeschichtlichen Vereinigung die sogenannte Hessenkarte abrufen mit einer Übersicht über die Ortsfamilienbücher. Seitdem die Datenschutzgrundverordnung erlassen wurde, ist das leider nicht mehr möglich, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, sich einen Überblick über die Ortsfamilienbücher zu verschaffen, wenn man da an den Wiki von Genealogy.net denkt. Ja, das nur dazu, dass einfach diese familiengeschichtlichen Vereine, die Forscherinnen und Forscher, die sich mit Familiengeschichte beschäftigen, da auch eine zum Teil sehr enge Bindung an die Staatsarchive haben. Im Staatsarchiv Marburg jetzt ausgerechnet nicht so, weil Kassel da einfach schon auch noch ein bisschen entfernt ist, aber in den anderen beiden Standorten doch sehr, sehr eng. Ich habe eben schon angedeutet, es gibt auch Register, da muss man gar nicht so genau drauf gucken, in welchem Staatsarchiv muss ich denn jetzt recherchieren. Und das sind in erster Linie die Personenstandsregister, mit denen ich ganz gerne anfangen würde. Nicht nur, weil sie eben für das ganze Bundesland bei uns im Personenstandsarchiv, was ein Teil des Staatsarchivs in Marburg ist, archiviert sind, sondern weil das eben eigentlich auch der Startpunkt war für unsere Digitalisierungsbestrebungen, was genealogisch relevante Unterlagen angeht. Mit den Personenstandsregistern haben wir im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal eben diese konfessionsübergreifende Registerführung, wo man einfach sicher sein kann, dass da jeder Einwohner, jede Einwohnerin erfasst worden ist. Ja, 1874 in Preußen, 1876 dann im Deutschen Reich, dieses Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung. Es werden staatliche Standesbeamte bestellt, die in eigenen Standesamtsbezirken tätig werden und die eben für die Geburten, die Heiraten und die Sterbefälle eigene Register anlegen. Und das haben sie in einem Hauptregister und einem Nebenregister getan. Also man hat damals schon gewusst, die Informationen, die wir hier erstellen, die wir hier registrieren, die sind so wichtig, dass es sinnvoll wäre, da so eine Art Sicherungskopie zu erstellen, die sogenannten Nebenregister. Und diese Nebenregister, die bewahren wir im Personenstandsarchiv zentral für das ganze Bundesland auf. Während die Hauptregister in den kommunalen Archiven archiviert sind. Das heißt also, bei uns im Personenstandsarchiv hat man die Möglichkeit, die Register des ganzen Bundeslandes einzusehen. Und dieses Personenstandsarchiv gibt es erst seit 2009. Denn es war so, dass die Einsichtnahme in die Personenstandsregister
nach dem alten Personenstandsgesetz wirklich sehr, sehr restriktiv war. Also es war so, dass man nur dann Einsicht nehmen konnte, wenn es um Personen ging, ja, auf meinen eigenen Eintrag, also ja, auf die der Ehegatten und der direkten Vorfahren und der direkten Abkömmlinge. Das heißt, ich habe natürlich Einsicht in den Geburtseintrag meines Mannes bekommen, in den meiner Kinder und in die Heiratsurkunde meiner Eltern. Aber wenn das jetzt schon, wenn ich für Familienforschung zum Standesamt gegangen wäre und gesagt hätte, ich würde jetzt aber gern mal den Eintrag meiner Großtante sehen, dann wäre das schon nicht gegangen. Man musste dafür ein rechtliches Interesse nachweisen. Und das war für die Familienforschung natürlich ein großes Hindernis, weshalb eben auch sehr stark genealogische Verbände gesagt haben, also man kann das eigentlich nicht einsehen, warum man hier für einen Sterbeeintrag aus dem Ende des 19. Jahrhunderts ein rechtliches Interesse glaubhaft machen muss, während andere Quellen, in denen eben auch darüber Informationen zu finden sind, frei einsehbar sind. Und deshalb wurde auch auf diesen Druck hin zum Januar 2009 das Personenstandsgesetz novelliert und es wurden sogenannte Fortführungsfristen eingeführt, nach deren Ablauf die Register zu Archivgut werden konnten. Fortführungsfristen deshalb, diese Register werden ja immer aktuell gehalten. Wenn eine Ehe geschieden wird, wird das dem Heiratsregistereintrag beigeschrieben. Und der Gesetzgeber hat dann aber irgendwann gesagt, naja, irgendwann ist ja auch mal Schluss. Also bei Sterbenfällen kann man nach 30 Jahren davon ausgehen, dass da keine neuen Informationen mehr hinzukommen. Bei den Eheregistern ist das nach 80 Jahren der Fall und bei den Geburten nach 110 Jahren. Und wenn diese Fristen abgelaufen sind, dann können diese Unterlagen an die Archive abgegeben werden und genauso wie anderes Archivgut auch genutzt werden. Und das war natürlich eine enorme Erleichterung für die Nutzung der Register. Ja, was ist in diesen Registern zu finden? Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, den Geburtseintrag von dem Komponisten Paul Hindemith, der am 19. November 1895 im Geburtsnebenregister der Stadt Hanau unter Nummer 700 registriert wurde. Und wir haben hier den Fall, so wie das heute auch noch ist, es muss halt jemand zum Standesamt und diese Geburt anzeigen. Das ist in diesem Fall der Vater, der Maler, Robert Wolf Emil Hindemith, der in Hanau in der Vorstadt Nummer 14 wohnt, evangelischer Religion ist und der eben anzeigt, dass von seiner Ehefrau Marie-Sophie Hindemith, geborene Warnecke, ebenfalls evangelischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Hanau eben am 16. November des Jahres 1895 nachmittags um 9:30 Uhr ein Kind männlichen Geschlechts geboren worden sei, welches den Vornamen Paul erhalten habe. Also wir haben hier diese grundlegenden Informationen zur Geburt, den Namen des Kindes, Datum und Uhrzeit und man hat eben Informationen zu den Eltern, was dann eben die weitere genealogische Recherche ermöglicht. Hier noch ein Beispiel für einen Sterbeeintrag, der ein bisschen so die Fallstricke aufzeigt bei dieser Registerführung. Denn es ist natürlich so, dass gerade bei den Sterbefällen das Standesamt beurkundet, wo der Sterbefall passiert ist. Und das ist hier bei diesem Sterbeeintrag der Fall. Das ist ein Sterbeeintrag aus Mürfelden aus dem Jahr 1938. Und hier ist es eben so, dass das eine offizielle Meldung vom Amtsgericht Groß-Gerau war über den Tod des Rennfahrers Bernhard Wilhelm Rosenmeier. Also Bernd Rosenmeier war ein sehr bekannter Rennfahrer aus der NS-Zeit, der den damaligen Rekord aufgestellt hat. Ich glaube, es waren sogar um die 400 Stundenkilometer, die er auf der heutigen A5 hinter sich gebracht hat. Aber bei diesem Rekordversuch ist er dann eben auch von einem Windstoß erfasst und von der Autobahn geschleudert worden. Und er wohnte eigentlich in Berlin. Ja, das wird ja hier auch gesagt. Er ist 28 Jahre alt, wohnhaft in Berlin-Charlottenburg, geboren zu Lingen an der Ems und so weiter, verheiratet mit Elli Beinhorn, der bekannten Fliegerin. Und er ist aber 20 Meter abseits der Autobahn in der Gemarkung Mürfelden gestorben. Und deshalb wird sein
Sterbefall eben auch bei diesem Standesamt beurkundet. Und das ist ein Fall, wo wir eben im Personenstandsarchiv oft Anfragen haben, wo diejenigen, die da familienhistorische Forschung betreiben, wissen, wo Personen gewohnt haben und sich dann wundern, dass eben der Todesfall nicht in dem Standesamt beurkundet worden ist, wo diese Person gelebt hat. Und das ist wirklich manchmal ein Problem, dass eben die Beurkundung dort stattfindet, wo der Sterbefall passiert ist. Ergänzend zu den Registern sind immer noch Namensverzeichnisse zu finden, die uns natürlich die Arbeit erleichtern, die einfach auch sehr wichtig sind, wenn man eben nicht so genau weiß, zu welchem Datum jemand geboren wurde, gestorben ist oder geheiratet hat. Und wie gesagt, diese Personenstandsregister waren für uns so das erste große Digitalisierungsprojekt. Also wir haben kurz nachdem wir die ersten Register übernommen haben von den Standesamtsaufsichten im Jahr 2010, sind wir eine Kooperation eingegangen mit FamilySearch, die dann schon ab dem Jahr 2011, also von 2011 bis 2014, die Register, die wir damals hatten, vollständig digitalisiert hat. Und diese Einbindung, die ist zum einen, also die Digitalisate sind zum einen zu finden in unserem Archivinformation Arkinsis, wo man eben auch sämtliche Informationen über die in den drei hessischen Staatsarchiven archivierten Unterlagen findet. Das ist dann auch nochmal eingebunden in das Archivportal D, was ja nochmal so ein eigenes Portal ist, was die verschiedenen Informationssysteme aus den Bundesländern bündelt. Und dann gibt es aber auch noch für Hessen das landesgeschichtliche Informationssystem LAGIS, wo diese Unterlagen auch zu finden sind. Ich bin eben auf diese Fortführungsfristen eingegangen, 110 Jahre, 80 Jahre, 30 Jahre. Die orientieren sich ja schon an den Fristen aus den Archivgesetzen, ja, für personenbezogenes Archivgut, wo man meinen könnte, okay, das ist ja dann abgelaufen, dann kann man die einfach einsehen. Es ist allerdings ein Problem bei der Online-Stellung der Digitalisate gewesen, dass in den Einträgen ja schon auch Personen vorkommen, wo die Fristen noch nicht abgelaufen sind. Ein Beispiel ist hier aus einem Heiratseintrag. Da ist ein Feld, wo eine Vaterschaftsanerkennung eingetragen ist. Und das ist eben aus dem Jahr 1926. Die Eheleute haben geheiratet und dann ist eben noch eingetragen, dass der Ziegeleiarbeiter Jakob Freitag, also der Bräutigam in dem Fall, erklärt, dass er das von seiner nunmehrigen Ehefrau am 22. August 1926 zu Wetzlar geborene Kind als das seinige anerkenne. Und da ist eben ein Name angegeben, ein Geburtsdatum 1926. Da ist eben diese Frist von 100 Jahren, die wir nach dem Archivgesetz haben, noch nicht abgelaufen. Und deshalb müssen wir dieses Register bei der Online-Stellung sperren. Wir haben dafür eine Möglichkeit, wie wir da neue Fristen festlegen. Das ist, so machen wir das, dass wir dann einfach sagen, okay, wir nehmen dieses Datum als Grundlage, dieser 22. August 1926. Da legen wir nochmal die Frist von 100 Jahren drauf. Und dann sind wir am 22.08.2026, so lange ist die Seite halt gesperrt. Und die wird dann aber automatisch freigeschaltet. Also wenn Sie in den hessischen Personenstandsregistern recherchieren, stöbern und dann auch mal auf so eine gesperrte Seite stoßen, dann kontaktieren Sie uns gerne. Aber es ist einfach so, dass wir das eben für diese freie Einsichtnahme im Internet dann schon sperren müssen. Wir haben die Personenstandsregister auch noch über andere Portale eingestellt, natürlich über FamilySearch. Also die haben ja auch die Digitalisate erstellt. Stellen Sie dann natürlich online. Und dann ist es aber auch so, dass wir recht schnell nach der Digitalisierung eine Kooperation mit der Firma Quidenus gemacht haben, die eben Indexdaten zu den einzelnen Registern erstellt. Es ist allerdings so, dass wir diese halt nicht frei zur Verfügung stellen, weil die Firma Quidenus da natürlich ein Interesse hat, die erstmal zu benutzen. Und die sind aber wiederum über die Homepage von Ancestry recherchierbar. Also da können Sie einfach diese Indexdaten, die Quidenus erstellt hat,
schon mal nutzen. Das wird sich in einigen Jahren ändern, wenn wir eben auch diese Indexdaten zur Verfügung gestellt bekommen und eben auch selber nutzen können. Aber bislang ist das eben noch nicht so und sie sind aber über Ancestry recherchierbar. Bevor ich jetzt zu den Registern vor 1874 bzw. 1876 komme, denke ich, wäre es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um ja einfach jetzt schon mal die Gelegenheit zu geben für Fragen und Anregungen. Ja, da hätte ich eine Frage. Ja, gerne. Und zwar, als ich das letzte Mal, das ist schon ein paar Jahre her, bei Family Search recherchiert habe, waren da hessische Sterberegisterjahrgänge 1980 und ich suchte 81. Tun Sie die regelmäßig jedes Jahr nachtragen oder in 5-Jahresabständen oder wann kann ich damit rechnen, dass die Jahrgänge kommen? Ja, also wir hatten damals mit Family Search hatten wir halt gesagt, okay, 2011, dieses Digitalisierungsprojekt beginnt und wir machen dann erstmal die Register bis zu den Jahrgängen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Das waren halt 1980 bei den Sterbefällen, 1930 bei den Heiraten und das Jahr 1900 bei den Geburtsregistern. Dann war dieses Digitalisierungsprojekt zu Ende und wir haben halt mit Family Search besprochen, okay, wir warten jetzt erstmal eine Zeit lang, bis die wieder eine neue Charge digitalisieren. Denn das muss sich ja auch einfach von den Mengen her auch für Family Search und auch für uns rentieren, weil das ja schon ein ziemlich großer Aufwand ist. Dann haben wir das gestartet Ende 2019 und dann können Sie sich denken, was dazwischen kam, nämlich Corona. Ja, die damaligen Digitalisierungskräfte, ein Ehepaar aus den USA, sind wieder zurück in die Heimat geflogen und bis jetzt waren sämtliche Versuche, das wieder ins Laufen zu bringen, sind immer wieder durch einen neuen Lockdown und durch neue erhöhte Infektionszahlen und neue Bestimmungen für uns, was so die Zusammenarbeit und Kontakte angeht, sind so ein bisschen, liegt das auf Eis. Aber das ist eigentlich der Plan, dass jetzt wieder so eine neue Charge bis zu den, die nächsten 10 Jahre, dass die jetzt so schnell wie möglich eigentlich eingestellt werden sollen. Okay, danke. Also einfach abwarten. Ja, genau. Tut mir auch leid. Ja, alles klar. Dankeschön. Okay. Christopher? Du hast eine Frage? Mein Mikro an. Ich hatte noch mal eine Frage zu der Folie davor vor den Standesamtsregistern. Also einmal eine kurze Anmerkung. Die hessische Familienkunde wird ja jetzt leider nicht mehr von allen drei Gesellschaften gemeinsam rausgegeben, sondern die Darmstädter geben was Eigenes raus. Hessische Genealogie. Die Frage, die ich hätte mit der Hessenkarte, was hat das mit der DSGVO zu tun? Da waren ja eigentlich nur UFBs verzeichnet und Karteien und die an sich kann ja eigentlich keine bedenklichen Informationen erhalten. Also das ist die Information, die ich auf der Homepage gefunden habe. Also ich habe vor einiger Zeit mal wieder die Hessenkarte gesucht, habe sie nicht gefunden. Ja. Und dann war eben der Hinweis zu finden, gut, die wird nicht mehr eingestellt. Ich glaube, es geht in erster Linie um die Personen, die die Ortsfamilienbücher erstellt haben. Genau. Die Frage ist jetzt natürlich bei der Dame vom Staatsarchiv an der völlig falschen Adresse, weil sie das ja nicht beantwortet und sie ist ja nicht von einem der Anforschungsvereine. Das ist deswegen rausgestellt worden, weil dort Kontaktdaten von den Bearbeitern der Ortsfamilienbücher sind und sie alle dem hätten zustimmen müssen. Und warum auch immer, das wurde halt nicht gemacht. Und dann hat man, wie es bei der Veröffentlichung damals der DSVWO kurzerhand das einfach abgeschaltet, um da auf Nummer sicher zu gehen. Aber ansonsten müssten sich an die anderen Forschungsvereine in Hessen wenden, die das damals eben eingestellt haben. Ja, aber man könnte vielleicht diese, wäre eine Anregung, mir ist das klar, dass das jetzt sozusagen falsch adressiert war, aber ich habe diese Information jetzt hier zum ersten Mal gesehen und ist ja, glaube ich, der Darmstädter Verein, der das erstellt hat. Man könnte ja diese personenbezogenen Daten auch rausnehmen, also allein diese Färbung ist ja schon Aber das Problem war, glaube ich, dass es eben einige Ortsfamilienbücher gab, die mehr oder weniger noch bei den Bearbeitern liegen, weil es keine publizierten Ortsfamilienbücher sind, sondern Sammlungen, aus denen
da gerne Informationen bereitgestellt worden sind, aber das hieß natürlich, dass dann die Kontaktdaten von denjenigen, die es erstellt haben, eben in dieser Hessenkarte verzeichnet waren. Und ich vermute, genau wie Herr Jäger das gesagt hat, dass das genau das Problem war. Dass also man gerade hätte alles abfragen müssen, beziehungsweise einholen. Also ich kann eigentlich was dazu sagen, weil ich damit daran beteiligt gewesen bin. Das Problem ist, es sind nicht nur die Fragen der Ortsfamilienbücher, sondern sind auch Personen, die ansonsten aus diesen Orten Informationen weitergeben, die also nie daran gedacht haben, ein Ortsfamilienbuch zu erstellen. Und genau diese Kontaktdaten, das hätten alle Leute dann nochmal kontaktiert werden müssen, nachgefragt werden müssen, entsprechende Unterlagen irgendwo gesammelt und es hätte dann ständig fortgeführt werden müssen. Und da ist halt die Frage, wer macht das Ganze? Im Chat ist ein Link eingestellt worden, alle hessischen OFBs, ein Genwiki. Genau, das war dieser andere Kanal, wo ich eben kurz angedeutet habe, dass man sich ja schon auch eine Übersicht über die hessischen Ortsfamilienbücher verschaffen kann. Das hatte ich damals auch gefunden, über den Wiki von genealogy.net. Wenn jetzt erstmal keine Fragen mehr sind, würde ich fortfahren mit den Beständen, die eben dann vor 1874, 1876 spannend werden. Denn es ist ja schon so, die Unterlagen im Personenstandsarchiv, also wenn ich jetzt da an mich denke, das ist so die Generation meiner Urgroßeltern. Ja, da hat man halt viele Informationen, vielleicht auch schon über so familiäre Papiere und Dokumente, die man hat. Aber dann wird es ja vorher einfach erstmal so richtig spannend. Das heißt, man kommt an den Kirchenbüchern nicht vorbei. Da kann ich jetzt als jemand von einem Staatsarchiv natürlich auch wenig dazu sagen, weil die Kirchenbücher natürlich in erster Linie von den Landeskirchen beziehungsweise von den Bistümern und Diözesen verwahrt werden. Also in Hessen natürlich für die evangelische Kirche das landeskirchliche Archiv in Kassel, das Zentralarchiv der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und auch die evangelische Kirche im Rheinland und für die katholische Kirche das Bistumsarchiv in Fulda, das Dom- und Diözesanarchiv in Mainz und das Bistumsarchiv in Limburg. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, für die Kirchenbücher gibt es jetzt ja seit einigen Jahren das Kirchenbuchportal Archion, was natürlich kostenpflichtig ist, aber eben ja ein anderes Modell einfach darstellt, als jetzt, was wir jetzt verfolgen, dass wir unsere Digitalisate kostenfrei ins Netz stellen. Aber ich denke, das bietet halt schon auch wirklich einen guten Zugang und auch einfach auch ein gutes Angebot, wie man in den digitalisierten Kirchenbüchern recherchieren kann. Gut, was dann bei uns zu finden ist, wieder in den staatlichen Archiven, sind auch die jüdischen Standesregister. Und wir haben in allen drei hessischen Staatsarchiven auch jüdische Standesregister, aber ein bisschen hervorheben würde ich schon ganz gerne die Abteilung 365 im hessischen Hauptstaatsarchiv, denn dort liegen mit den sogenannten Gatermann-Filmen die Abzüge der während des Zweiten Weltkriegs verfilmten jüdischen Standesregister, die das Reichssippenamt gegen 1940 eingezogen hat. Das heißt, man hat hier schon auch eine Überlieferung für ganz Hessen. Also nach dem Krieg wurden halt diese Gatermann-Filme auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt und im Hauptstaatsarchiv findet man eben da auch Unterlagen von jüdischen Gemeinden, die nicht im Wiesbadener Sprengel liegen, sondern die eigentlich jetzt zu Marburg oder Darmstadt gehören würden. Der Bestand ist vollständig digitalisiert und über Akinsis einsehbar. Die hessischen Gatermann-Filme wurden auch bei JewishGen aufbereitet. Also der Roger Lustig hat da sehr viel Arbeit reingesteckt, um da eben so einen Index zu erstellen. Und ich denke, da hat man eben für diese jüdischen Standesregister wirklich eine tolle Suchmöglichkeit. Besonderheit in den französisch besetzten Gebieten, das ist also bei uns im Staatsarchiv Marburg, die Gebiete oder die Gemeinden, die im sogenannten Königreich Westfalen lagen. Und aber auch für Frankfurt sind die Zivilstandsregister eine ganz, ganz frühe Form der staatlichen Registerführung. Gibt es dazu noch Fragen zu diesen drei Typen, auf die ich ja jetzt
nur relativ kurz angegangen sind. Ja, kleine Anmerkung noch, für die Stadt Marburg gibt es ja tatsächlich auch die Kirchenbücher im Staatsarchiv Marburg. Ich weiß nicht, wie weit das auch in anderen Städten noch der Fall ist. Vielleicht eine Besonderheit jetzt bei Marburg. Ja, also es gibt ja noch für andere Gemeinden die sogenannten Kirchenbuchduplikate im Staatsarchiv. Also es war eine Zeit lang so, dass eben Duplikate erstellt wurden, die über die Amtsgerichte dann ans Staatsarchiv gekommen sind. Das ist allerdings nur eine, ja, man muss dann immer gucken, ob das wirklich für den Ort, der mich jetzt interessiert, wirklich auch im Staatsarchiv liegt, aber generell verweisen wir da immer eher auf die kirchlichen Archive, um da wirklich eine geschlossenere Überlieferung zu haben und recherchieren zu können. Und die Kirchenbücher um Fulda und Umgebung sind bei Matricula seit einigen Monaten einsehbar. Das ist auch sehr schön. Genau. Matricula ist eben auch noch die andere Plattform für den katholischen Bereich. Ne? Genau, für den katholischen Bereich, während Archion ja eher evangelisch ist, genau. Heute gingen gerade noch so ein paar Meldungen rum, dass ich glaube, Limburg auch beabsichtigt, das bei Matricula einzustellen. Da gibt es aber jetzt bestimmt hier im Kreis Experten, die das genauer wissen. Mhm. Mainz tut sich schwer, habe ich gelesen. Limburg beabsichtigt das. Und Fulda hat es, glaube ich, schon. Ne? So war das. Kann ich gerade noch was zu den Kirchenbuchduplikaten sagen? In Darmstadt wird von der Hessischen Familiengeschichtlichen Vereinigung werden die nach und nach alle eingescannt und werden so Jahr für Jahr werden dann immer diejenigen, die im Laufe eines Jahres eingescannt worden sind, auch eingestellt, sodass man dort im Bestand C11 das dann nachgucken kann. Ah ja, okay. Super, danke für den Hinweis. Ist denn geplant, die Kirchenbücher, die im Original in Marburg liegen, noch irgendwann auch zu digitalisieren? Also zum Beispiel die Militärkirchenbücher gibt es ja, glaube ich, nur da. Mhm. Oder als Gemeinde würde mir Ziegenhagen zum Beispiel noch einfallen. Also erstmal ist das nicht geplant, die auch zu digitalisieren. Nee, da gibt es jetzt keine Pläne erstmal dafür. Ja, weil wir eben noch andere, also genealogische Quellen haben, die wir da erstmal noch vorziehen wollen. Also was wir jetzt schon auch planen, obwohl es ein bisschen, oder was derzeit eben sehr bei uns in der Planung ist und auch zum Teil schon umgesetzt worden ist, ist eine Quelle, die jetzt vielleicht nicht so in erster Linie eine genealogische Quelle ist, aber eben doch sehr, sehr viele personenbezogene Informationen enthält, sind die Kataster. Ja, weil die eben auch für die Ortsgeschichtsforschung sehr interessant sind, ist das jetzt eine Sache, die da auch sehr forciert wird. Genau. Danke. Gerne. Wie lange gehen diese Zivilstandsregister ab 1807? Die gehen ja nur bis 1812, weil das nur eine sehr kurze Zeitspanne war in den französisch besetzten Gebieten. Ja. Und eine Frage an Ernst-Peter Winter. Sind die Digitalisate von euren Kirchenbuch-Digitalisaten zugänglich? Zuerst sind sie im Mitgliederbereich von der HLV zuerst einsehbar, sobald sie also gescannt werden und eingestellt werden. Und das Staatsarchiv macht das so Jahr für Jahr, stellt es dann auch in einem Rutsch dann mehrere Sachen wieder zur Verfügung. Und das läuft dann auch über Akinsis, oder? Das läuft über Akinsis. Ja, wie gesagt, Bestand C11 ist das dann. Und da kann man gucken, kann man nach dem Ort schauen. Und wenn man den Ort vielleicht mit bei der Suche mit Digitalisat nur sucht, dann kommt man vielleicht ganz gut dahin. Also Kirchenbuch, Sternchen, Ort und dann Digitalisat anklicken. Und dann müsste man eigentlich an der richtigen Stelle landen, wenn es was gibt. Mich hat das jetzt aufhorchen lassen, was Sie gesagt haben mit den Katastern. Welche sind denn da angedacht? Da gibt es ja unheimlich viele. Also beginnt jetzt mit dem 18. Jahrhundert, die ältesten Kataster, sollen die digitalisiert werden? Also ich denke mal, allein Marburg zum Beispiel, 29 Bände, dicke Bände in der Stadt Marburg. Da ist ja eine ganze Menge. Genau, aber mit den frühen wollen wir anfangen. Weil wenn man die Kataster gehen ja doch bis weit ins 20. Jahrhundert auch hinein. Da kommt man dann auch wieder in Bredouille mit den personenbezogenen Schutzfristen. Deshalb haben wir damit angefangen, ja, schon. Mhm. Und das ist natürlich ein Mammutprojekt. Also wir sind
Mittlerweile bei Buchstabe B, was schon nicht so schlecht ist, ja, aber da ist dann noch, kann man dran ermessen, dass da noch ein großer Weg vor uns ist. Aber ja. Es geht alphabetisch und nicht nach Region von Nord nach genau. Süd oder sowas. Ja, genau, weil die auch bei uns im Magazin eben nach den einzelnen Ortsnamen alphabetisch aufgestellt sind und ja, so geht es dann durch. Schön. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht ganz gern auf zwei Quellengattungen eingehen, die über das landesgeschichtliche Informationssystem LAGIS recherchierbar sind. Und da geht es um sehr spezielle Gruppen. Also jetzt nicht, wir hatten ja jetzt so mit den Personenstandsregistern, Kirchenbüchern, da ist ja quasi die ganze Bevölkerung erfasst. Bei diesen beiden Modulen, so wie das im landesgeschichtlichen Informationssystem heißt, geht es zum einen um die Auswanderer und zum anderen um die hessischen Truppen in Amerika. Und es ist so, dass in den Staatsarchiven die Überlieferung zu den Auswanderern ja nicht so einfach zu benutzen ist. Also es gibt jetzt keine, diese Auswandererlisten, in denen die Namen erfasst sind von den Personen, die Entlassung aus dem Untertanenverband nachsuchen, so wie das heißt, die sind oft sehr versteckt. Also im Staatsarchiv Marburg ist das in verschiedenen Beständen zu finden, in verschiedenen Akten liegen immer mal wieder diese Listen drin und es gibt keinen eigenen Bestand Auswanderer, wo man das komfortabel recherchieren könnte. Deshalb haben die hessischen Staatsarchive schon relativ früh, also schon in den 80er Jahren, anlässlich einer Ausstellung zum Thema Auswanderung in Hessen, damit begonnen, über ja damals schon EDV-gestützte Systeme diese Namen zu erfassen. Und vor ungefähr 2 Jahren haben wir eben dann auch über das landesgeschichtliche Informationssystem so ein Modul installiert, wo man eben jetzt einfach nach den Namen suchen kann und dann eben angegeben bekommt, in welcher Akte in den Archiven diese Namen zu finden sind. Das ist schon mal eine enorme Erleichterung und es ist eine tolle Ergänzung, finde ich auch, zu den Suchmaschinen zur Auswanderung, die man ja auch vorher jetzt schon hatte, was so die Auswandererhäfen in Hamburg und Bremen angeht und die Listen, die da zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise auch zu den Listen, zu den Passagierlisten, die in Nordamerika vorgehalten werden, die man ja zum Teil auch online recherchieren kann. Und es ist ja, für die Auswanderung ist es schon eine Erleichterung, wobei man natürlich bei der Auswanderung immer sagen muss, es ist eben nur ein Bruchteil der Leute, die wirklich ausgewandert sind, dort erfasst worden, weil ja die illegale Auswanderung einfach sehr, sehr hoch war. Und wir natürlich über die Überlieferung in den Archiven nur die erfassen, die das quasi so gemacht haben, wie man es machen soll, nämlich indem man eine Entlassung aus dem Untertanenverband beantragt, aber es gab ja etliche, die das eben nicht gemacht haben und ja, einfach so ausgewandert sind. Und dieses andere Modul, was wir zusammen mit LAGIS realisiert haben, das sind die hessischen Truppen in Amerika. Also es ist ja vielleicht bekannt, dass damals der Landgraf für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg da die hessischen Truppen mehr oder weniger vermietet hat. Und da eben etliche Hessen in Amerika gekämpft haben. Und auch über diese Personen gibt es jetzt eben da so eine Suchmöglichkeit in LAGIS, da eben die Angaben zu finden. Wie Sie jetzt hier bei diesem Beispiel sehen, über den Bernhard Klingel, sehen Sie halt unten, dass da immer genau nachgewiesen wird, in welchen Archivalien die Einträge zu dieser Person zu finden sind. Also der Bernhard Klingel, geboren etwa um 1756, ist halt 1776 als sonstiger Zugang im Hessen-Hanauischen Regiment Erbprinz 6 als Grenadier aufgeführt. Das ist in der Akte im Bestand 10d Nummer 52 nachgewiesen. Dann lässt er sich aber auch noch in anderen Akten nachweisen und das würde Ihnen jetzt natürlich helfen, dass Sie sich im Staatsarchiv Marburg diese Akte in den Lesesaal bestellen können und sich das im Original anschauen können. Aber es gibt, was in dieses Modul eben auch noch eingeflossen sind, sind eben auch noch andere
Sammlungen oder Datenbanken. Wie hier ist das aufgeführt unter weitere Informationen, die Datenbank von Dr. Joachim Fischer. Also hier hat man wirklich versucht, in diesem Modul in Lages viele personenbezogene Informationen zusammenzutragen und recherchierbar zu machen. Jetzt hatten wir ganz am Anfang eben diese Register, die sich auf die breite Bevölkerung beziehen, dann mit den Auswanderern und mit den hessischen Truppen sehr spezielle Personengruppen. Und dann gibt es sowas, ja, ich bezeichne das immer so ein bisschen als Namensfundgruben, die einfach auch sehr weit zurückreichen können, bis ins 15. Jahrhundert zum Teil. Sowas wie die Saalbücher, also bestimmte Abgabenregister, auch die Kataster oder die Wehrschafts- und Hypothekenprotokolle, wo man natürlich, wenn das auch sehr weit zurückreicht, einfach Namen feststellen kann, aber wo man einfach es sehr viel schwerer hat, die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Personen wirklich zu rekonstruieren. Aber wenn man natürlich so ein Kataster hat aus dem 17., 18. Jahrhundert und sieht, dass bestimmte Familiennamen in diesem Ort auch schon zu dieser Zeit genannt sind, dann ist es vielleicht nicht immer so, dass man da wirklich sagen kann, das ist der Urgroßvater von dem und dem gewesen. Aber man hat halt einen Hinweis darauf, und noch stärker ist das ja bei den Saalbüchern, die noch weiter zurückgehen, dass diese Familiennamen, dass diese Familien einfach schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit vielen Generationen in einer bestimmten Ortschaft oder in einer bestimmten Region beheimatet sind. Aber sie geben aber keine direkte Auskunft über verwandtschaftliche Beziehungen. Ganz am Schluss habe ich hier auch noch das Grundbuch aufgeführt. Also diese Wehrschafts- und Hypothekenprotokolle sind so ein Vorgänger vom Grundbuch. Das Grundbuch ist ja auch erst in den 1870er Jahren eingeführt worden. Sie wissen vielleicht, dass wir in Neustadt neben dem Personenstandsarchiv auch das Grundbucharchiv haben. Allerdings muss ich dazu immer sagen, dass das Grundbucharchiv, naja, nicht so ein Archiv wie alle anderen Archive ist. Es ist für uns, oder es ist eben, nachdem die Grundbuchordnung im Jahr 2012 geändert worden ist, sind die Grundbücher und die Grundakten nicht mehr als normales Archiv gut nutzbar, sondern die Nutzung muss eben immer übers Amtsgericht laufen, weil wir im Grundbucharchiv mehr oder weniger die Unterlagen für die Grundbuchämter aufbewahren, aber wir haben halt, also Eigentümer ist eben immer noch das Amtsgericht. Das heißt, wenn Sie Informationen aus den Grundbuchunterlagen wollen, müssen Sie sich immer zuerst ans Amtsgericht wenden. Das muss man da leider immer dazu sagen. Es ist in anderen Bundesländern anders. In NRW können Sie zum Beispiel ganz normal die Grundbuchunterlagen nutzen, aber in Hessen ist das eben anders geregelt. Hier ist ein Beispiel für ein Saalbuch aus dem, ich glaube, das ist jetzt aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Und das ist das, was ich eben beschrieben habe. Sie sehen hier Angaben zu Personen, zu Familiennamen. Aber ob jetzt der Hans Faupel oder der Balthasar Faupel auf der rechten Seite nun die Vorfahren waren, das denke ich, da muss man schon viel Familienforschung betreiben, um so weit zurückzukommen, dass man das ganz genau sagen kann. Aber es ist natürlich ein Indiz dafür, welche Familien in dieser Zeit in diesem Ort gewohnt haben. Bevor ich jetzt auf die Zeit nach 1945 abschließend eingehe, vielleicht noch mal eine Fragerunde oder die Möglichkeit, dass Sie Fragen oder Anmerkungen machen können. Ja, auch noch mal eine Frage von mir zu den Grundbüchern. Wie ist denn da die Erfahrung mit den Amtsgerichten? Also akzeptieren die Familienforschung oder zumindest, wenn es weit zurückliegt, viele Grundbuchakten sind ja schon, weiß ich nicht, vor 100 Jahren, vor 80 Jahren geschlossen worden oder so. Also die Grundbuchblätter. Mhm. Wie verhalten sich da die Grundbuchämter? Akzeptieren die Familienforschung oder Ortsgeschichtsforschung als Grund oder sind die da sehr streng, dass sie sagen, nur im Prinzip die Nachfahren der Eigentümer oder so? Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil wir das im Grundbucharchiv, ich sage jetzt mal, nicht so mitbekommen.
Denn bei uns läuft dann ja nur noch die Anforderung vom Amtsgericht ein, dass die bestimmte Akte oder das bestimmte Grundbuch dann zum Amtsgericht geschickt wird, um es dort einzusehen. Es ist ab und an so, dass Leute bei uns im Grundbucharchiv anrufen und dann sagen, ach ja, Mensch, das Grundbuchamt will mich da nicht reingucken lassen, können Sie denn da vielleicht mal nachfragen oder so. Es ist ein bisschen schwierig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Eindruck haben könnte, generell sind da die Grundbuchämter der Familienforschung gegenüber oder der Ortsgeschichtsforschung nicht aufgeschlossen. Aber wie gesagt, ich kann das schwierig sagen. Das sind eher so konkrete Fälle, die wir dann mal mitbekommen. Aber wie das in der Breite aussieht, dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Okay. Wessen Darmstadt könnte ich noch beitragen. Da ist eine recht gute Quelle und auch digitalisiert, die sogenannten topografischen Güterverzeichnisse sind also auch in Arkansas zu finden. Und, ja, das stimmt. Ja, und Brandkataster wäre eventuell auch noch, aber die sind, glaube ich, noch nicht eingescannt. Ja, das ist aber auch in der Mache. Also die Brandkataster, die stehen auch auf dem Plan. Dann würde ich vorschlagen, man sollte nach Namen suchen, und zwar sowohl Auswanderer als auch andere Sachen mit dem Namen. Und zwar kommt man dann ganz häufig in der sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit auf interessante Sachen. Normalerweise muss man dazu dann allerdings ins Archiv gehen und sich die Akte vorlegen lassen. Also so Nachlasssachen, Vormundschaften etc. aus dem 19. Jahrhundert. Eine ganz, ganz interessante Quelle, allerdings auch nur dann vor Ort, während des Sterbfalls anzeigen. Ich weiß nicht, ob es sie in anderen Teilen auch gibt, weil da immer genau angegeben wird, wer erbberechtigt ist, also die Leute, die noch am Leben sind, mit wem die verheiratet sind, welche Kinder eventuell, wenn die Erbberechtigten schon gestorben sind, vorhanden sind. Und da sind dann auch bei Leuten, die ausgewandert sind, manchmal recht genaue Angaben zu finden. Allerdings sind die zum großen Teil halt einfach nicht weder digitalisiert noch irgendwie erfasst, sondern man muss halt einfach unter den Buchstaben nachschauen. Ja. Ja, aber der Hinweis auf die freiwillige Gerichtsbarkeit, der ist ein sehr wichtiger. Es ist natürlich aber dann schon auch eine Recherche, wo man dann auch mal, wo man wirklich auch stöbern und recherchieren muss. Also es ist nicht so eine eindeutige Quelle wie jetzt die Personenstandsregister, die genau zu dem Zweck erstellt worden sind, sondern da muss man schon auch ins Archiv und recherchieren. Danke. Im Chat gibt es noch die Frage zu Auswanderungen, ob es da auch was gibt in Richtung Russland ab 1763. Ja, also die Auswanderung nach Russland, die ist auch erfasst. Also es ist jetzt nicht so, dass die Auswanderung sich auf die Auswanderung nach Amerika beschränkt. Also man hat da schon auch versucht, die Auswanderung in andere Gebiete mit zu erfassen. Ja. Herr Winter hat ja mit seinem Beitrag eben auch schon aufgezeigt, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind auch so Unterlagen, die ich jetzt nicht so herausgestellt habe. Ich würde jetzt zum Abschluss noch auf Unterlagen nach 1945 eingehen. Da sind zum einen als sehr, sehr interessante Quelle die Kennkartenmeldebögen zu nennen. Also die sogenannten Kennkarten, das war eine Art Ersatzpersonalausweis, die erstellt worden sind. Und da haben wir eben unterschiedlich überliefert in den drei Häusern eben die Meldeblätter, die wirklich sehr umfassende Informationen über die jeweiligen Personen bieten. Also hier ist der Kennkartenmeldebogen von Martin Niemöller in der PowerPoint abgedruckt. Man hat da wirklich sehr grundlegende Informationen über Geburtsdatum, Geburtsort, über den jetzigen Aufenthalt und auch die Aufenthaltsorte, die davor eben waren und die Meldungen, die vorher waren. Man hat auf der Rückseite auch ein Foto abgedruckt, und das ist wirklich eine sehr
eine sehr wichtige Quelle, die natürlich aber, weil sie eben in der Zeit entstanden ist, die jetzt noch nicht so lange her ist und wo eben auch Personen erfasst sind, die zu diesem Zeitpunkt meinetwegen jetzt erst 16 Jahre alt waren, da eben auch sehr, sehr stark man darauf achten muss, auf die personenbezogenen Schutzfristen, weshalb die jetzt auch noch nicht komplett online gestellt worden sind. Also Stadtarchiv Darmstadt hat sie komplett digitalisiert, hat aber mittlerweile Abstand davon genommen, die komplett online recherchierbar zu machen, weil einfach diese personenbezogenen Daten da zum Teil recht heikel waren. Die Kennkartenmeldebögen aus Marburg sind leider noch nicht digitalisiert, aber es ist natürlich eine besondere Quelle, die da auf jeden Fall auch wert wäre, bald digitalisiert zu werden. Ja, nach 1945, die anderen Unterlagen, die da auch entstanden sind, da haben wir natürlich auch immer die besondere Problematik der personenbezogenen Schutzfristen. Im Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden sind als die drei wichtigen Quellengruppen aus dieser Zeit noch die Spruchkammerakten erwähnenswert, die eben im Rahmen der Entnazifizierungsverfahren entstanden sind. Dann die Entschädigungsakten für die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft und aus dem Jahr 1950 die Erhebungsbögen der Volkszählung. Diese Unterlagen werden zum Teil digitalisiert in großen Projekten. Also das Volkszählungsprojekt, das ist schon seit einigen Jahren im Gange, aber steht noch nicht, also ist noch nicht abgeschlossen. Zum Teil können die Unterlagen wie die Spruchkammerakten eben auch nur vor Ort eingesehen werden, beziehungsweise werden dann eben vor Ort von den Archivarinnen und Archivaren recherchiert. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon am Schluss meiner Präsentation. Ich bin auf einige Sachen nicht eingegangen, die jetzt vielleicht auch eher kommunal archiviert werden, wie die Adressbücher oder auch die Einwohnermelderegister, die Sie im Staatsarchiv eher weniger finden. Adressbücher haben wir natürlich auch, haben wir auch in Zusammenarbeit mit dem Verein für Computergenealogie schon digitalisiert und online gestellt. Aber ja, das war jetzt auch so ein Gebiet, auf das ich jetzt nicht so eingegangen bin. Von meiner Seite war das, was ich vorbereitet habe. Ich bedanke mich sehr für die bisherige Diskussion und freue mich auf das, was noch kommt. Vielen Dank. Toller Vortrag. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Frau Marx-Jaskulski. Sehr umfangreich und vor allen Dingen, was immer wichtig ist bei solchen Vorträgen, so die versteckten Quellen, die man nicht alltäglich halt da ja, findet, immer so ein Hinweis, das ist doch ganz brauchbar. Ja, gibt es noch Fragen aus der Zuhörerschaft? Findet man irgendwo auch die Registen vom Kloster Arnsburg bzw. vom Kloster Lorsch? Gibt es da irgendwo einen Ort? Also das Kloster Lorsch müsste ja im Staatsarchiv Darmstadt. Es gibt auch was online. Mhm. Also mindestens vom Kloster Arnsburg weiß ich das. Ja. Aber ich weiß eben nicht mehr wo. Also probieren Sie es mit dem Kloster Lorsch, vielleicht mal beim Staatsarchiv in Würzburg, weil Kloster Lorsch ging ja an das Kurfürstentum Mainz über, meines Wissens. Und die Akten von Mainz sind über Aschaffenburg damals, dahin wurden die während der französischen Zeit evakuiert. Die liegen heute alle im Staatsarchiv Würzburg. Deswegen findet man da sehr viele Sachen zu Hessen. Gucken Sie mal da, vielleicht ist das da gelandet. Aber zu Lorsch gibt es in Darmstadt ein Briefbuch noch mit Schenkungen und eine andere Sache. Ansonsten für die Registen wird man bei Klöckner und Minz nachgucken müssen, die das ja übersetzt haben dann. Und ich meine, es wäre auch online zu finden. Okay, danke. Ich werde mein Bestes tun. Also, Klöckner und Minst heißt der, der es ins Deutsche übertragen hat. Ich bedanke mich sehr für die offene Atmosphäre. Das fand ich sehr schön und fand es auch prima, wie wir das ja trotz der digitalen Form einfach ja so eine schöne Diskussion und so ein schöner Austausch entstanden ist. Fand ich sehr angenehm und
fände es schön, wenn wir demnächst mal wieder auch im Staatsarchiv Marburg zu einer ähnlichen Veranstaltung einladen könnten. Natürlich. Wenn das die Pandemie dann irgendwann wieder zulässt. Genau, genau. In den schönen Ort würden wir doch gerne kommen. Herzliche Einladung. Ja. Ja, vielen Dank auch für alle, die zugehört haben, die noch Fragen gestellt haben. Ich denke, da war doch eine Menge an Informationen wieder mitzunehmen. Gut, und wenn noch Fragen sind, jederzeit können Sie mich auch gerne kontaktieren. Wir haben auch eine sehr informative Homepage, wo Sie Informationen über das Personenstandsarchiv und über die Personen, die im Staatsarchiv Marburg arbeiten, finden. Und würde mich freuen, wenn wir im Austausch bleiben. Ja. Ja, sehr gerne. Ja, dann nochmal vielen Dank.